Moin, ich bin Dan, der Prof von Luxemburgisch with Anne. Now, this is the first lesson of a new series called Sprachentests Oral Exam Q&As. So, I will give you three types of questions that the examiner is likely to ask you in the speaking exam, and then I will give you model answers so that you can give better answers in the Sprachentest, that you are prepared to the different types of questions, and that you get a higher score. So it is important that you familiarize yourself with the different types of questions so that there are no surprises in the oral exam. And afterwards, you need to practice answers to these questions. Today, you will learn three model answers to questions about the topic Wunnen. And in this series, I will also give you a lot of tips regarding the vocabulary, grammar, pronunciation tips, and also some mistakes I often hear with my students. So, warst du bereit? Dann los! So, the first question the examiner may ask you about the topic Wunnen is, wo wohnt dir? Now listen how I pronounced it. I didn't say wo wohnt dir. No, you will hear wo wohnt dir. Wo wohnt dir? And here are two model answers to this question. So you can say, ich wohne seit 3 Jahren an einem Haus zu Sandweiler. Ich wiederhole. Ich wohne seit 3 Jahren an einem Haus zu Sandweiler. Or maybe you can say, ich wohne seit 5 Jahren mit meiner Familie an einem Apartment an der Stadt. So house and apartment are neutral nouns. And to say that you live in a house or in a flat, you have to say, ich wohne an einem Haus, ich wohne an einem Apartment. And then in Luxembourgish, whenever we use seit or seit, which are synonyms, we stay in the present tense. Okay, so ich wohne seit 3 Jahren, ich wohne seit 5 Jahren. So, lo aus et und dir, so over to you. Try to answer this question. Wo wohnt dir? Ja, super, tipptopp, good. So, the next question. Könnt ihr eure Wohnung kurz beschreiben? Here as well, we don't say könnt dir, but we say könnt ihr. Könnt ihr eure Wohnung kurz beschreiben? Beschreiben means to describe. And here are two model answers. Here is the first. Natürlich, mein Appartement ist im ersten Stock. Es ist groß, ungefähr 100 Quadratmeter. Es hat 2 Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche, ein separat Toilette, ein open Kitchen und ein großer Hellstuf. Es hat noch ein kleines Terrasse, ein Keller und ein Garage. So here I used natürlich. Natürlich means of course. And use it if you don't want to repeat mein Apartment because it's a neutral noun. Another answer could be mein Haus hat 2 Stock. Rez-de-chaussée aus ein Toilette, ein separat Kitchen, ein gemütliches Stuf mit Esszimmer und ein Büro. Ersten Stock gibt es 3 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Speicher aus ein Spielzimmer. Es schon auch ein kleiner Garten an ein Parkplatz. Okay? So use to specify for the floor. So Rez-de-chaussée, ersten Stock, Speicher. So, hallo, aus et und dir. So, try to answer the question. Könnt ihr eure Wohnung kurz beschreiben? So, you can pause the video and try to answer. I move on with the third question. Wie gefällt euch eure Quartier Erddorf? Wie gefällt euch eure Quartier Erddorf? Eure Quartier is your area where you live in a city. And Erddorf is your village. Mein Quartier gefällt mir nicht so gut. Morgens und abends gibt es viel Trafik und dafür ist hier viel Comedy. Und es gibt leider keine Natur dabei. Ich muss den Auto holen, für an den Park oder an den Busch zu gehen. Allerdings sind meine Nachbarn ganz sympathisch.
So be careful. Whenever you use the verb gefallen, you have to say what pleases to you. So mein Quartier gefällt mir, mein Dorf gefällt mir. Or you can say mir gefällt mein Dorf. But you can never answer by saying euch gefallen. That doesn't work. Okay, and then to make your answers more detailed, more interesting, and to enrich your answers, you should use connectors. Here, for example, dofir. Dofir aus Highfield Comedy. Allerdings, sie mengen nur ganz sympathisch. Okay, let's have a look at another answer. Mir gefällt Dorf immens gut. Als Nobren sie freundlich und hilfsbereit. Hier gibt es nicht viel Trafik und so ist es relativ ruhig. Wir haben auch alles, was wir brauchen. Ein kleiner Supermarché, ein Post, eine Bäckerei, Restaurants. So, Restaurants, don't pronounce it Restauranten, das Restaurants. Eine Schule und Spielplätze. Und ich brauche schon 10 Minuten mit dem Auto bis an die Stadt. Da das praktisch. So, we use this a lot, da das praktisch, praktisch. That's convenient. And here, as you can see, I said again, mir gefällt Dorf immens gut. Now, if you don't understand everything, so you can get the transcript of this whole lesson with the English translation on my blog, luxembourgishwithanne.lu, and you can download this PDF. Okay? Great. Now, over to you. Und ihr, try to answer this question. Wer gefällt euch, ihr Quartier oder Erd? Dorf. So pause the video and try to answer to this question. Now, I assume that you are watching this video because you intend to take the Spruchentest in the upcoming future. Yes? So, then I have a program for you. This is the From Zero to Spruchentest. So this is a complete and proven step-by-step program I've created that helps you take the Spruchentest successfully in just 6 months. So if you say, I want to take the Spruchentest in the next 6 months, this program is for you. It is a 3-part framework and you can complete each part of this framework in just 2 months. And what is really key to success is practice. So you will get from week one a speaking session, so to practice speaking. Okay, so it is a hybrid course, so that combines self-study with speaking sessions. So you can head over to my blog, to my webpage, or here under this video you will find the link to watch the exclusive presentation of this new program. So, merci fürs Zugucken. Thank you for watching.